Ein Kind fragt in der Zoohandlung nach einem sprechenden Papagei. Der Verkäufer verneint und zeigt auf einen Specht. Das Kind fragt, ob der Specht denn auch sprechen kann. Meint der Verkäufer, sprechen nicht, aber morsen. Und auf der Blockflöte funktioniert das so. Halte die Flöte ohne Kopfstück wie eine leere Flasche senkrecht an das Kinn unter deine Unterlippe. Spucke deine Luft wie Kirschkerne über die Öffnung und sprich dazu jeweils ein kurzes T. Diese Technik heißt in der Musik Sputato, also Spucken. Drehe nun den Flötenkopf auf die senkrecht gehaltene Flöte und spiele die Töne ebenfalls so kurz, als würde ein Specht mit seinem Schnabel an den Baumstamm klopfen. Dabei kannst du entweder nach den Spechtnoten, das sind die verrückten Quadrate in den Notenlinien, oder nach der Tabulaturschrift spielen. Das sind die Griffbilder unter den Spechtnoten. Natürlich kannst du dir auch eine eigene Spechtklopfmelodie ausdenken oder dein Lieblingslied Wie der Specht Sputato spielen. Viel Spaß dabei!